Willkommen zu FM24 Audi Karriere. Wir sind heute am Kota in Texas. Ich freue mich extrem, denn es steht auch der nächste Sprint hier an. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst gern Daumen runter und schaut auch unbedingt gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Wir gehen natürlich auch hier in die Streckenview mal rein, gucken uns mal an, wie diese geniale Strecke aussieht. 5,5 Kilometer, 20 Kurven und 2 DRS-Zonen machen tatsächlich den Kota hier zu einem sehr, sehr spektakulären Rennen, den Circle of the Americans. Ich würde mal sagen, wir gehen rein ins Spring Qualifying. Ihr schaut gerne auf Social Media, Instagram und TikTok vorbei und let's go. Ab durch die letzte Kurve hier, dein Exit gut genutzt. Jetzt geht's Richtung Turn 1, das ist auch die höchste Steigung. Da geht es wirklich in ein paar Meter richtig steil nach oben. Durch diese Querbeschleunigung kann man auch etwas später bremsen. Den Curb hier werden wir hardcore schneiden und wir gehen in die SS rein. Das Aushängeschild, der Kota hat sich ja ein bisschen, sagen wir mal, inspirieren lassen von manch anderen klassischen Rennstrecken, denn das hier zum Beispiel sollen die Kurven von Silverstone sein, Margaret's Beckett's Chapel, auch die Haarnadelkurve, die gleich folgen wird. Der Exit hier, toll, dann sind wir ein bisschen weit über den Körper drüber gegangen, hat ein bisschen Zeit gekostet und wir gehen runter in die Haarnadelkurve. Das ist natürlich auch eine wichtige Schlüsselkurve. Denn hier musst du einen guten Exit haben, um dann am Ende der langen Geraden oder beziehungsweise dann wirklich auch früh genug Vollgas durchstarten zu dürfen. Wir gehen also hier Full Speed geradeaus, da reifst du über 330 km/h. Wir müssen mal kurz auf die Pause hier, ich habe da nur kurz was getrunken, Leute. Und jetzt gehen wir weiter, jetzt geht's hier in die Haarnadelkurve Nummer 2. Den Chano-Schnitt machen wir hier und das war's schon mit dem zweiten Sektor. Wir gehen also in den letzten Sektor rein. Hier ein leichter Rutscher drinnen, das war nicht optimal. Purple im Mittelsektor, Leute. Unser Auto ist eine Rakete auf den Geraden. Und diese langgezogene Rechtskurve ist tatsächlich inspiriert vom Istanbul Park in der Türkei. Aber jetzt mal zurück hier zur Strecke. Auch hier die Reifen sind natürlich schon ein bisschen rutschiger. Denn eine Runde auf dem Kota heißt tatsächlich, du musst dir die Reifen ziemlich gut einteilen. Da gehen wir auch weit über den Körb drüber, aber das war ein Gerutsche. Das war jetzt keine absichtliche Track Limit. Wir gehen über die Ziellinie und sind mal 15 langsamer. Und später auf der langen Gegengeraden vor Kurve 12. Nach einem fantastischen Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Lando Norris ist gestern eine super Runde gefahren und startet von der Pole Position. Und Oscar Piastri macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Leclerc, Fernando Alonso, Verstappen, der Professor, Hamilton, Sainz, Gasly, Perez, Ocon, Magnussen, Russell, Hülkenberg, Tsunoda, Stroll, Ricardo, Albon, Sargent, Joe, Bottas und ein Wagen des neuen Teams vervollständigt die Startaufstellung. Keine große Überraschung, Chano erneut von P22. Wir haben es dann doch etwas weiter nach vorne geschafft mit Platz Nummer 7. Nein, 8 ist es. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist Platz 6. Und was soll ich euch sagen? Lights out und let's go. Es ist diese Ansicht, weil erneut mein Videoschnittprogramm etwas gelaggt hat. Aber wir werden hier alles versuchen. Hier reingehen in die erste Kurve. Leute, es wird ganz, ganz eng. Mit Charles Leclerc, aber das war noch gerade so. Es ist zwar ja immer schwierig in dieser Spitzkehre, Haarnadelkurve, Turn 1, dass man hier irgendwas macht. Wir gehen hier nebeneinander rein, ich lasse glaube ich genug Platz. Jetzt muss ich aber die Tür zuschlagen und wir bleiben hier jetzt mal auf dem vierten Platz. Das wäre tatsächlich eine Sensation, aber ich weiß halt auch genau, am Ende der Runde oder am Ende des Sprints wird es dann etwas anders aussehen. Wir saugen uns auch hier leicht an den Mercedes dran. Ich hoffe natürlich tatsächlich, dass wir es schaffen können, auch die nächsten 1-2 Runden im DRS-Fenster zu bleiben. Ja, da bin ich etwas weit neben die Strecke gekommen. Das kostet auch Zeit. Man sieht es auch direkt, dass der Mercedes davor mir echt weit wegfahren kann. Aber ja, so auf der halben Geraden, weil wir auch noch kein DRS enabled haben, können wir ihn da gerade noch so catchen und sind da jetzt wieder verdammt nah am Heck von ja, George Russell dran. Jetzt geht's in den Endsektor und der kostet halt enorm viele Reifen und der ist dann halt wirklich auch verdammt rutschig, wenn dann die Reifen, sagen wir mal, in einem gehobenen Alter sind, so ab Runde 4-5, denke ich mal, wird das beim Audi hier eindeutig der Fall sein, dass wir Probleme bekommen werden. Apropos, jetzt hatte ich hier wirklich
Ja, der Mercedes und auch generell alle gefühlt einen guten Exit. Wir blicken noch einmal auf die Start-Replay und der Start an sich war top. Wir sind gut weggekommen, ähnlich schnell wie dem Aston Martin vor uns. Den konnten wir auch da direkt holen. Gehen da wirklich nach ganz innen. Es wird halt wirklich eng, aber es kommt dann auch glücklicherweise nur zu einer, wenn überhaupt, zu einer minimalen Berührung. Und das ist nicht George Russell vor uns, sondern Lewis Hamilton. Das wäre dann nochmal geklärt. Aber auch hier in den Ss, guckt euch das mal an. Wir saugen uns hier dran und können dann an Charles Leclerc vorbeigehen. Jetzt sind wir in der zweiten Runde und das Problem ist halt wirklich, dass die da kontinuierlich vor mir schneller sind. Hier die Haarnadelkurve, diesmal etwas besser erwischt. Der Exit war toll, jetzt auch das DRS aufgedreht und der Windschatten-Effekt ist da. Das Ding ist halt auch, die Konkurrenz hinter mir darf schon den Flügel öffnen und wir sehen auch auf jeden Fall, dass die immer näher kommen. Können wir hier reingehen gegen George, nein, Lewis Hamilton, sorry. Nein, das war einfach viel zu spät hier, wo es gezunden hat, würde ich mal sagen, und da war es halt wirklich auch unmöglich. Hier rein, ich versuche halt immer wieder eine andere Linie zu fahren, um es der Konkurrenz erstens mal hinter mir ein bisschen schwieriger zu machen, aber vor allem auch vielleicht durch einen anderen Winkel näher wieder an den Vordermann dran zu kommen. Der Endsektor war mal okay. Wir sind nah dran geblieben an Lewis Hamilton, dürften nun auch wieder das DRS öffnen im Windschatten. Wird das natürlich schön, denn da vorne gibt es einen Overtake. Leute, da vorne probiert sein, aber auch links neben uns. Versucht jetzt ein Ferrari und das ist Charles Leclerc, der an uns vorbeigeht. Natürlich geht der an uns vorbei. Ich verstehe es halt nicht. Ich hatte DRS, ERS aufgedreht und trotzdem schießt dieser Ferrari. Ja, da fehlt es halt dann wirklich noch an der Grundpace von meinem Audi hier. Es ist ärgerlich, aber ja, kann man jetzt leider nichts machen. Das heißt natürlich nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir müssen jetzt hier einfach durchziehen. Vielleicht können wir auf der Gegengeraden hier direkt einen anderen Move setzen. Apropos, wenn ich da im Rückspiegel gucke, sehe ich mal ein bisschen weiter weg nichts. Das wäre natürlich auch mal schön, wenn wir da jetzt nicht direkt wieder in Bedrängnis von jemand anderem geraten würden. Aber der Exit war natürlich Dogshit. Der war wirklich unter alles das Shit. Und ja, das wird absolut nicht reichen, um hier den Ferrari angreifen zu dürfen. Auch wenn wir die DRS-Hilfe haben, das funktioniert bei weitem nicht. Ja, die Reifen beginnen natürlich auch ein bisschen zu rutschen, aber das war wirklich ein dummer Fahrfehler von mir selbst. Wir blicken hier Ende der ersten Runde Richtung erster Kurve rauf. Und da sehen wir halt auch schon, dass wir weiter weg waren als zuvor. Da haben wir die Kurve ein bisschen geschnitten, so Chano-like, aber das hat halt auch kaum was gebracht. Und hier sehen wir dann auch die Rutscherei. Es ist halt Kota. Du brauchst viel Traktion und wenn du dann einmal aus dem Rhythmus draußen bist, dann ist es halt ganz, ganz schwierig, gerade in dieser einen Runde dann nochmal diesen zu finden. Apropos, vor uns hat sich eine minimale bis größere Lücke gebildet und auch Carlos Sainz versucht es mittlerweile an uns hier dran zu kommen. Aus der letzten Kurve raus versuche ich hier wirklich alles. Ich nutze hier diesen, oh mein Gott, ich bin neben die Strecke gerutscht, um da etwas mehr noch rauszuholen. Jetzt machen wir hier den Max Verstappen mit dem Ferrari. Können wir hier reingehen? Nein, das funktioniert nicht. Nein, ich habe ja wirklich alles versucht, ihr habt es gesehen. Ich bin so spät auf die Bremse, dann auch wieder früh aufs Gas, aber da haben wir einfach keine Chance. Diese Ferraris sind einfach unfassbar schnell. Und da können wir reingehen. Da kommt der Fehler von Carlos Sainz, Leute. Und wir übernehmen hier wieder erneut den fünften Platz und gehen hier rüber über die Curbs. Ja, die Reifen sind mehr als durch. Und da schießt er wieder vorbei. Aber das war ein geplantes Vorbeischießen. Mein Gott, Alter. Das war tatsächlich zu spät, würde ich es fast sagen. Aber da kommt er hier wieder und kann uns da wieder vom Besseren... Ich habe DRS offen, Leute. Ich habe das DRS offen. Die überholen mich einfach hier beide und können wir hier mit einem Late Move... Ja. Wir bleiben sogar auf der Strecke, aber Fernando Alonso hat es hier noch besser geschafft, rauszukommen. Und diesmal komme ich hier mit einem besseren Auge davon. Aber das ist wirklich eine Hardcore-Nummer, was hier abgeht. Wir sind mittlerweile in der sechsten Runde, gleiche Kurve wie vorhin. Und wir werden gejagt von den beiden Spaniern. Carlos Sainz, Fernando Alonso, beide wollen hier unbedingt an unseren Popo dran. Unbedingt an uns vorbei, unbedingt wollen sie da richtig was anrichten. Aber wir gehen in die letzte Runde.
Da gucken wir uns noch einmal hier die Replays an und wir gehen hier nebeneinander mit dem Sainz rein. Ich probiere wirklich den Switchback, aber ja, da hat es mir persönlich an Traktion gefehlt und vielleicht auch so ein bisschen Fünkchen Glück, weil das wirklich dann eher schwierig war, gegen Sainz da durchzugehen. Auch der ist es hier echt ganz, ganz smooth sind wir da durchgekommen. Wieder Smooth Operator, aber ja, das hat dann auch nicht ganz gelangt. Und dann kam dann später, ja, so ein bisschen die Brechzange. Ich komme neben die Strecke, bin vom Gas runtergegangen, weil ich auch mir auch dachte, so, ja, dann nehme ich mir halt das DRS mit. Aber ich war halt hier wirklich tatsächlich viel zu spät dran und dann kommt es auch zur Berührung. Das war aber auch kein Teil, was hier geflogen ist, sondern dieses Dreckzeug, das es tatsächlich auch in F1 24 irgendwie mal gibt. Und hier habe ich dann den DRS-Flügel offen. Ihr seht, ich blinkt zwar, aber auch hier war das DRS noch auf über 20% und alles schießen hier vorbei. Und dann kommt hier mein Genius-Move ganz spät rein, also es gab keine Berührung. Das war Dive-Bomb à la vom Feinsten und dann auch hier noch einmal gegen Fernando Alonso. Deckt ihn nicht komplett ab und da können wir wirklich glänzen. Hier kommt die Checkered Flag also und wir beenden den Sprint immerhin mit wertvollen Punkten, konnten beide Spanier hinten lassen, mussten aber auch den einen oder anderen ziehen. Es geht in das Qualifying für das Hauptrennen, Leute, und ich würde mal sagen, wir geben noch einmal alles. P15 war der erste Qualifying, ja, Platz war jetzt nicht gerade unbedingt das Beste, 2 Zehntel sind jetzt schon im Delta drin, es geht in die SS rein, ich werde alles versuchen, um hier noch einmal eine Banger-Runde rauszuholen. SS 2. 3, ja, das war gar nicht gut. Und die 4. Und da kommt das Heck schon wieder. Das ist nicht schön zu fahren. 2 Zehntel sind wir schneller als Alex Albon auf dem 13. Platz. Hier den Körper überfahren. Links nur leicht anküssen und rechts wieder voll drüber. Da erinnere ich mich auch noch gerne, wie ein Sebastian Vettel hier die Radaufhängung oder die hintere Aufhängung gebrochen ist. Die Haarnadelkurve, der Exit ist hier verdammt wichtig. Spät gebremst, aber auch wieder früh aufs Gas gegangen. 4, 5 Zehntel im Delta. Das ist wirklich verdammt wichtig. Wir kommen auf jeden Fall etwas nach vorne, da bin ich mir fast sicher. Jetzt wird auch ein bisschen DRS brand und wir bleiben hier auf diesem 5-Zehntel-Polster. Jetzt geht's hier rein, nur nicht zu spät bremsen. Hier den Chano Cut und wir sind auf 6 Zehntel. Das sollte ein bombastischer Mittelsektor gewesen sein. Diesmal hat es nicht für Lila gereicht, aber wir sind eine Sekunde schneller als Lance Stroll auf Platz 15. Das ist schon mal ein Mega-Zeichen. Hier nur nicht zu spät bremsen, das ist so ein bisschen eine Schicksalskurve von mir, denn da baue ich immer einen ganz, ganz beschissene Fehler ein, die dann am Ende wirklich, ja, wo du dir denkst so, hey, was habe ich hier gemacht? 7 Zehntel im Delta, hier noch einmal links, ganz früh, wieder aufs Gas gehen, ganz, ganz, die ganze Strecke ausgenutzt, letzte Kurve geht's hier rein und wir kommen über die Ziellinie mit über 8 Zehntel. Mal gucken, wo wir gelandet sind. Vor Kurve 12. An der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Charles Leclerc startet aus der Pole Position, vor Lando Norris, der von Platz 2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Oscar Piastri, Sainz, Hamilton, Verstappen, Fernando Alonso, der Professor, Perez, Russell, Tsunoda, Gasly, Magnussen, Albon, Ocon, Stroll, Hülkenberg, Joe, Ricciardo, Bottas, Sargent und ein Wagen des neuen Teams vervollständigt die Startaufstellung. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Ja, Chano erneut der letzte Platz, das ist natürlich nicht so schön, aber ja, lässt sich aktuell auch nicht ändern. Ich hoffe, dass das Auto wirklich für nächste Season besser ist. Schreibt doch gerne mal Vorschläge rein, mit wem wir dann wirklich in die nächste Season gehen sollen. Da bin ich auch sehr gespannt. Hier sehen wir den Ferrari und wir haben es auf dem 8. Platz geschafft, wie ihr auch vorhin schon in der Startaufstellung gesehen habt. Ich freue mich extrem. Kota, der kann spannend werden. Man hat hier wirklich auch die weirdesten Rennen schon erlebt. Und ich bin mir da ziemlich sicher, dass wir auch heute ein ähnlich weirdes Rennen erleben werden. Jetzt aber mal hier zur Strategieauswahl. Wir nehmen ja 43,1 Kilometer, werden mit dem gelben starten und später auf den weißen gehen. Hier sind wir also nun in der Startaufstellung zum Hauptrennen am Kota. Lights out und let's go, Leute. Wir kommen hier gut weg, besser als Fernando Alonso.
Ja, doch, ein bisschen besser als an uns, aber der ist dann doch mit diesem 1 Meter Vorteil hier näher an oder weiter an uns vorbeigegangen. In Kurve 1 gehen wir hier rein, haben keinen Cut, gehen neben Lewis Hamilton. Kann das reichen, um den 7-fachen Weltmeister auszubeschleunigen? Und das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Wir gehen in die Erstes rein und können vor Lewis Hamilton oder können uns an Lewis Hamilton mal vorbeisetzen. Lando Norris und Max Verstappen vor uns, die beiden Friends oder vielleicht auch jetzt mal sagen wir, ja, mal On-Off-Beziehung, Freunde gehen hier auch nebeneinander in die Erstes rein. Wir blicken noch einmal auf den Start und der war tatsächlich bombastisch. Wir kommen hier gut weg, können uns hier gegen Fernando Alonso bauen. Ja, in der ersten Kurve durchsetzen, setzen uns neben Lewis Hamilton und dann außen in Turn 3 geht es dann, nein, es ist Turn 2, geht es dann an Lewis vorbei und in Turn 3 haben wir ihn dann. Auch eine geile Scheiße, also wirklich, habe ich richtig gefeiert, diesen Move hier und wir sind an Lando Norris dran. Ganz spät setzen wir uns hier gegen den Briten rein, kann es reichen, oh, na, nicht ganz. Der will hier noch nicht seinen Platz hergeben, außen sind wir jetzt natürlich in der blöden Situation. Jetzt noch einmal zurückstecken, denn das, ja, ich weiß auch, ich bin ja auch nicht dumm. Wir bekommen die Race auf den Geraden und gerade auch auf Start und Ziel und dann wäre das vermutlich ein bisschen einfacher, dann den, ja, den Lando zu überholen, weil hier ist es wirklich ganz schwierig. Wir sind mittlerweile in der zweiten Runde, also das DRS ist schon enabled, hier wirklich auf letzter Rille. Ich muss hier über das Auto pushen, also ich muss mehr pushen, als das Auto hier ergibt. Das ist natürlich auf Dauer nicht gut. Aber jetzt heißt es natürlich mal hier vorne überleben. Es ist der sechste Platz, wo wir sind. Wir machen mal hier die Tür zu für Lewis Hamilton. Der setzt sich ja links neben uns, bremst in die erste Kurve rein. Da lassen wir auch noch halbwegs genug Platz zum Atmen. Aber das kostet natürlich auch enorm Zeit und Lando Norris ist schon nur ein Zehntel weg. Jetzt stand die Sekunde und wir bekommen Stand jetzt auf der langen Geraden kein DRS mehr gegen Lewis Hamilton. Denn wir müssten hier noch einmal ein paar Tausendstel finden. Grün im ersten Sektor, 70.000stel gefunden, wieder eine Zehntel verloren. Hier auf der Kuppel müssen wir alles geben. Runter, das ERS verbrennen und noch einmal hoffen, dass es reicht. Nein, es reicht nicht. Hier war schon der Messpunkt, aber wir haben es auch geschafft, gegen Lewis Hamilton uns hier durchzuretten. Jetzt sind es nur noch 4 Zehntel zu Hamilton. Wir sind auf der langen Geraden, wir haben kein ERS mehr. Und jetzt heißt es beten, Leute. Arschbacken zusammenkneifen und mal gucken. Einmal haben wir gewaved, mehr darf ich nicht. Und jetzt ist Lewis Hamilton hier direkt neben uns. Er hält rein, aber es geht nicht. Er hält. Der bleibt hinter uns, Leute. 84.000stel waren es beim Punkt hier, beim Messpunkt. Aber das kann natürlich echt eine heitere Sache werden. Wenn ich da wirklich Runde um Runde jetzt gegen den 7-fachen Weltmeister kämpfen muss, ist das wirklich eine ganz, ganz schwierige Nummer. 16 Runden und der Rest von dieser sind noch zu absolvieren. Und ich bin wirklich mehr als in Trouble hier. Die gelben Reifen werden natürlich auch nicht so lange halten, weswegen ich denke, dass wir auch schon ab Runde 8 überlegen sollten, früher an die Box zu gehen als die Konkurrenz, dass es vielleicht dann doch noch ein bisschen hilft. Aus der letzten Kurve raus gewinnen wir hier ein bisschen Zeit, es war kurz mal Zeit gewonnen und ja, müssen wieder angucken, wie Lewis Hamilton dank DRS-Hilfe wieder immer näher kommt. Das reicht aber hier auf der langen Geraden, dass wir vor dem 7-fachen Rekordweltmeister bleiben. Ab in die Erstes rein, die Rechtskurve lang gezogen und jetzt geht's rein in Margot's Beckett's Chapel sozusagen und Margot's Beckett's und Chapel ist aber sehr lang gezogen und Lewis 13. Der folgt mir wie ein unsichtbarer Windschatten oder wie ein sichtbarer in diesem Fall.
Wir sind mittlerweile in der 7. Runde und ich weiß einfach nicht, wie ich das bis jetzt geschafft habe. 8. Runde, Leute. 13., 12., jetzt wird Lewis kommen, aber der ist halt wirklich auf der Geraden nicht so schnell. Da hinten wird es einmal gelb, einmal hier gemoved, das war wirklich late. Da kommt rechts einer vorbei und jetzt auch links Fernando Alonso erneut. Ich habe hier 9 WM-Titel, die ich hier irgendwie abverteidigen muss. Nico Hülkenberg ist das, glaube ich, wird langsamer. Und ich glaube auch jetzt in 10 Sekunden wird ihn da mein Teamkollege irgendwie eingeholt haben. Das ist natürlich schade für Nico, aber das juckt mich ehrlich gesagt nicht. Dann sollte es kein DRS oder es kein Force C oder Safety Car geben, ist das ja einfach nichts. Und ich wäre es halt auch wirklich, 8. Runde ist mein Pit Window open und ich gehe jetzt auch rein, denn die Reifen waren am Ende, die letzten Kurven waren nur noch herumgerutsche und ich weiß halt auch wirklich, dass wenn ich jetzt nicht an die Box gehe, ich spätestens auf der langen Geraden, ja, Futter gewesen wäre für die Konkurrenz. Und wir gehen hier rein, das wird am Ende dann wieder schwierig werden, vermutlich. Ja, bitte. Das haben wir jetzt schon echt gut. Nein. Einmal wollte ich euch Idioten loben, aber das steht 5,7 Sekunden. Das ist wirklich trauriger Rekord für diese Boxencrew. Fast 6 Sekunden. Mann, das kann es einfach nicht sein. Der Motor ist auch ein bisschen angeschlagen. Das werden wir im nächsten Rennen dann hoffentlich noch ohne Strafe austauschen dürfen. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert unbedingt den Channel kostenlos. Lasst gerne einen Daumen und schaut oben rechts auch unbedingt in die Playlist rein. Wir kommen hier ja mit einem ganzen Rutsching rein. Hier sind ja ein paar Leute an die Box gegangen. Ich glaube, da ist auch ein Mercedes drunter. Und das wird eng werden mit dem Mercedes. Denn der fährt mittlerweile schon los und ist jetzt schon bei Boxenexe. Nein, never in my life ist das schaffbar, Lewis Hamilton einzuholen. Auch Fernando Alonso. Mit diesem Boxenstopp haben wir einfach keine Chance. Die sind über 2 Sekunden weg. Und ich hoffe vielleicht, bekomme ich Schützenhilfe von Chano auf mir, aber das ist tatsächlich unmöglich. Hier haben wir noch einmal gegen Lewis Hamilton dieses Waven, was ich vorher auch schon gemeint habe. Oh, da fliegt ein Teil. Da fliegt ein Teil von Hamiltons Frontflügel ab. Das ist nicht gut. Und noch einmal, 7. Runde, lange Geraden, einmal gewaved, dann zurückgelenkt. Und dann, wie gesagt, das sind diese Dirty Track und da hat sich dann Hamilton durchgesetzt. Aber wir konnten an der Innenseite noch einmal, ja, ich glaube, das ist Esteban Ocon, war knapp, aber ja, war okay, würde ich sagen, oder? Denke ich schon. Wir sind in der 12. Runde nur noch auf dem 10. Platz. Ich weiß, das ist natürlich eine herbe Enttäuschung. Jetzt haben wir auch noch all in all mit diesem vermasselten Boxenstopp gegen Sergio Perez in den Platz verloren. Aber ein Punkt wäre ein Punkt und wir dürfen auch nicht den starken Sprint vergessen, der es echt rausgerissen hat. Hier sind wir in den Asses nun, 15. Runde, das ist ein einsames Rennen und da hinten gab es gelbe Flagge. Und Logan Sargeant macht das, was er am besten kann. Glücklicherweise ist er nicht mehr Teil der Formel 1, denn das ist wirklich einfach nur lost. Der spinnt sich in Turn 1 hier weg und das ohne Fremdeinwirken. Da ist kein Mensch da, geht zu früh aufs Gas und weg ist das Heck. Schade für ihn, dass er nicht mehr in der Formel 1 ist, aber da bin ich auch echt froh drüber. Apropos froh, Pierre Gasly, der lässt sich hier zwar ja auch immer wieder blicken. Das Gute ist aber tatsächlich, dass meine Grundpace auf der Geraden echt stark ist und er auch so ein bisschen mit Albon herumkämpft. Lewis ist 5,2 Sekunden vor uns, das ist echt bitter, aber da kann ich jetzt leider nichts machen und ich glaube auch, dass ich auch aus eigener Kraft das einfach nicht schaffen kann, an Lewis Hamilton noch einmal vorbeizugehen. Mitten in der Replay finden wir uns hier wieder. 11. Runde, da war ich schon ein bisschen letzter Rille. Letzte Kurve raus hier und Richtung Turn 1 setzt sich da Lance Stroll neben uns und wir können da gerade noch so mit einem blauen Auge davon gehen und da gibt es die Dive Bomb. Diesmal aber fair gegen Esteban Ocon.
Leute, jetzt hast du noch einmal zittern. Jetzt kommt er wieder angeschossen. Pierre Gasly mit seiner DRS-Hilfe. Wird das reichen? Doch noch. Es funktioniert hier noch an Franzosen, vor dem Franzosen zu bleiben. Doch das wird wirklich eine harte Nummer. Denn der pusht wirklich unnormal. Und das Auto schaut auch echt schnell aus auf den Kurven. Und vor allem auch auf den Geraden. Ja, der kommt echt schnell aus den Kurven raus. Ich probiere wirklich alles, aber ich kann nichts versprechen. Wir sind in der finalen Runde. Charles Leclerc hat schon lange die Ziellinie überschritten. Ich werde hier gejagt von Pierre Gasly und Alex Albon. Doch ich glaube, es sollte reichen, um diesen einen wichtigen Zähler für die Weltmeisterschaft, für die Konstrukteurswertung mitzunehmen. Es gab noch einmal einen Slide hier. Ich wollte den Verstappen-Manie machen. Nein, das war Quatsch. Ich habe mich einfach hier vertan. Aber ich habe einfach das Heck verloren fast und muss sagen, glücklicherweise beenden wir immerhin hier auf P10 und nehmen einen Punkt mit, und mit dem Sprintergebnis gucken wir uns das auch einmal nachher. Und Leclerc überquert die Ziellinie. Da ist die karierte Flagge. Charles krönt sich. Da ist der Sieg. Je näher wir dem Ende der diesjährigen Meisterschaft kommen, Sascha, desto mehr sieht man Momente wie diesen, in denen eine Person eine gute Leistung gebracht hat. Und das ganz offensichtlich auch weiß. Jedes Rennen, das man jetzt gut hinbekommt, bereitet einen darauf vor, die Ziellinie in der Meisterschaft in der bestmöglichen Position zu überqueren. Der Beginn der Saison spielt keine Rolle mehr. Was passiert ist, ist passiert. Es sind Momente wie dieser hier, die wirklich zählen. Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. Was für ein tolles Rennen, Leute. Wir gucken einmal hier, nehmen 5 Zähler mit von diesem Wochenende. Auch wenn das, ja, wo der Boxenstopp so ein bisschen mein komplettes Rennen vermasselt hat, muss ich sagen. Schauen wir in der Weltmeisterschaft immer noch gut aus. 10. Platz, wir sind mit über doppelt so vielen Punkten vor Lance Stroll und auch hier in der Konstrukteurs-WM sind wir mit doppelt so vielen Punkten easy auf dem 6. Platz. 9. Platz heute und ich freue mich extrem, dass er bis zum Schluss dabei war. Perez, ja, da haben wir natürlich die Hälfte nicht geschafft, weil Perez halt einfach eine Riesenkanone hier ist. Also den Mann auch irgendwie mit dem Auto vor allem irgendwie in Schach zu halten, das ist schon beinahe unmöglich. Gegen Giano, ja, ist es doch ein bisschen einfacher. 300.000 nehmen wir mit und gucken noch einmal hier, ob wir was austauschen können. Ja, da werden wir das und das nehmen und ja, auch nächste Season gibt es natürlich ein paar Änderungen. Ich hoffe, ihr seid nächste Season auch dabei, denn es sind nur noch, ja, 3 Rennen, glaube ich. Also wir haben ja noch Katar, Abu Dhabi, Las Vegas. Also ich hoffe, ihr seid da unbedingt dabei. Mexiko, glaube ich, fehlt auch noch, oder? Und ja, natürlich, wie gesagt, wie versprochen, der Motor muss noch getauscht werden. Und hier ein neues Getriebe, da haben wir aber eh noch ein paar zur Verfügung. Weil das Auto überraschenderweise echt kaum komponentenfressend ist. Also das wundert mich dann echt teilweise, wie stark dieses Auto es von der Strapazierfähigkeit aushält. Wir sind als nächstes in Mexiko. Ich würde mich gerne freuen über ein kostenloses Abo. Schaut gerne auf Instagram, auf TikTok für mehr. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für den Support und ciao.